Hokus Pokus Fidibus, mit der Ungewissheit ist jetzt Schluss. Lieg ich falsch, fress ich den Besen. Du triffst heute Pokémon mit diesem Wesen. Abra! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Unsere Reise geht jetzt weiter. Fukano, was hast du da jetzt entdeckt? Alles okay? Anke hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Wow, eine goldene Sanana-Beere. Gut gemacht, Fukano. Komm mit. Hier ist noch ein Pokéball. Ein Riesenpilz. Wow. Was wir damit wohl anstellen können? Wahrscheinlich nur verkaufen. Oder kann man damit vielleicht einen Pilzsaft machen? Hallo ihr zwei, wie geht's euch? Mauzi ist so süß. Mauz, Mauz, Mauz. Total süß, ich liebe Mauzi. Mauzi ist mein Lieblings-Pokémon, verstehst du? Ja, cool. Und was ist dein Lieblings-Pokémon? Shiggy, Absol, Despota. Wow, toll, vor allem Shiggy. Ich mag seinen kleinen süßen Panzer, aber Mauzi ist viel, viel besser. Mauzi ist das beste Pokémon, das es gibt. Warum denn? Weil es kann Offenlegung. Offenlegung. Hast du gesehen? Ja, das war doch der Angriff gerade eben, oder? Oh nein, Mauzi. Was ist denn passiert? Komm zurück. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ja, natürlich ist das schlimm, denn Mauzi ist K.O. Du musst ins Pokémon Center gehen. Ja, aber ich habe noch mehr Mauzis. Guck mal. Tada! Mauzi! Ich bin Mauzi-Fan, weißt du? Ich habe ganz viele Mauzis. Mauzi 1, Mauzi 2, Mauzi 3... Ja, heißen die alle Mauzi 1, 2 und 3 oder wie? Nein, die haben tolle Namen von mir bekommen. Mauzi, Mauza, Mauzo, Mauze und Mauzu. Ich habe 5 Stück, aber nur 3 dabei. Moment, hast du wirklich 3 Mauzis? Tja, lass dich überraschen. Okay, Achtung Mauzi, weich aus, oh nein. Tja, tut mir leid, meine Liebe. Och nö, das gibt's doch nicht. Egal. Mach dich bereit. Mauzi, du bist an der Reihe. Moment mal, wen setzt du jetzt ein? Ist es Mauzi oder Mauzu? Es ist Mauzu. Mauzu. Okay. Offenlegung, nochmal. Och nö, was soll denn das immer? Rasierblatt, schnell. So, knallhart, Giflor, perfekt, gut gemacht. Oh nö, Mauzi, ich bin Mauzi-Fan. Mauzi, Mauzi. Oh, Mauzi. Sage ich immer, wenn ich verliere. Mautsch. Du bist mega lustig. Danke, dass ich dich treffen durfte. Ach, Menno, Taubs und Radfratz sind auch total süß. Radfratz, Radfratzo. Bei so vielen niedlichen Pokémon hat man echt die Qual der Wahl. Radfratzo, Radfratze. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du auch mitmachen? Du scheinst ein Mauerblümchen zu sein. Nur weil ich so ruhig und sanft spreche? Aber... Unterschätze mich nicht, ich bin Layla. Und das ist mein Pikachu. Hey, cool, ich habe auch ein Pikachu. Ach ja, zeig doch mal. Schau einfach um meine Schulter. Ah ja, stimmt, süß. Und was ist das? Ein Blümchen. Oh, nicht nur ein Blümchen, es ist eine richtige Butterblume. Nein, stimmt nicht, es ist keine Butterblume. Es ist eine Rafflesia-Blume. Stimmt, und die kann durchaus sehr stinken. Das sagt auch der Pokédex. Ach ja, okay, wie auch immer. Pikachu, das war wohl nichts, oder? Komm bitte zurück. Wir gehen jetzt ins Pokémon Center. Danke für den Kampf, war schön. Leider habe ich verloren, toll. Wie grausam. Dabei sind meine Pokémon doch alle so niedlich. Oh nö, hier, hast ein bisschen was von mir. Toll. Ach Mann, tut mir leid. Der Wächter am Tor von Safronia City will uns einfach nicht durchlassen. Es ist zwar schön, dass er seinen Job so ernst nimmt, aber irgendwie auch ziemlich gemein. Hey, wisst ihr was? Ich prüfe das mal nach. Ich muss eigentlich nach Prismania City, aber ich prüfe mal nach, was denn jetzt Sache ist, warum ich nicht hier durchkomme. Schönen guten Tag. Wenn ich meine Arbeit doch nur nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Das geht einfach gar nicht. Jetzt eine Tasse Tee. Das wär's echt gut. Halt! Hier darf im Moment niemand durch! Ah, komisch, da hat irgendwas von Tee gemurmelt. Was ist eigentlich mit dir, Fukano? Die Vergiftung lässt Anke erzittern. Oh Gott, Fukano, wir müssen schnell ins Pokémon Center. Das ist viel zu gefährlich. So, was ist das hier eigentlich für ein Tunnel? Ob das wohl der Weg ist?
Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Dann lass uns da mal runter. Seine Unterführung kennen wir ja aus Urania City. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Interessant, okay. Das heißt also, es gibt ein zweites Relaxo. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Der Kanal für Kinder, damit ihr auch in Zukunft keine spannenden und lustigen Pokémon-Abenteuer mehr verpasst. Du findest eine Kapsel X-Treffer. Ja gut, wer es braucht, ne? X-Treffer finde ich am lausigsten. Da habe ich lieber X-Angriff oder X-Spezialangriff. Und noch was. Kapsel X-Abwehr. Und ich finde es total süß, wie mir Fukano hinterherläuft. Ein richtiger Wachhund. Oh, ich werde immer mehr Fukano-Fan, merke ich gerade. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Ich war ja noch nicht mal in Prismania City. Ich war noch nie dort. Also wenn ich dann irgendwann in Prismania City ankomme, wird das mein erstes Mal in der Stadt sein. So, wo sind wir denn? Was ist das für ein Schild? Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Stimmt. Von da sind wir ja gekommen. Ein Asttrainer. Hey, Fukano, was hast denn du da entdeckt? Sag jetzt nicht eine goldene Sananabeere. Okay, und was? Eine Nanabeere. Okay, das ist gut. Dankeschön, Fukano. Achtung, ein Asttrainer. Du findest ein Elixier. Sehr gut, sehr wichtig. Sowas hebe ich mir für die Pokémon-Liga auf. Hey, du da! Lass mal hören, wie viele Arena-Orden du schon gesammelt hast. Ich habe schon... Achtung, ich zähle mal den Arena-Orden von Rocco, den Arena-Orden von Misty und den Arena-Orden von Major Bob. Ah ja, dann hast du wohl noch eine ganze Menge vor dir. Ich bin ein Ast-Trainer und ich besitze alle Arena-Orden. Okay, Raichu Lichtschild. Och nö, Lichtschild ist jetzt echt eine gute Wahl, da ich jetzt mit Megasauger komme. Naja, egal. Mal sehen, wie viel das abzieht. Oh, trotzdem war es ganz okay vom Angriff. Und ich bin sogar wieder komplett auf 100 KP zurück. Sehr gut. Rasierblatt, da machen wir das eben so. Deine Blitzattacke, Raichu. Schnell. Gut gemacht. Ja, das war nicht schlecht, aber leider nicht gut genug, meine Liebe. Ah, der Rasierblatt. Wäre das doch nur ein Volltreffer gewesen. Na gut, dann eben noch einmal. Donnerblitz, nicht so schnell. Wir brutzeln dir deine Arena-Orden weg. Hey, Moment mal, sowas macht man nicht. Rasierblatt, schnell. Oh nein, Raichu, wie konnte das bloß passieren? Komm zurück. Tja. Na? Schon gewonnen? Und du schon verloren? Na, 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 nicht so schnell. Ich habe noch ein Pokémon, sogar noch zwei. Los, Dictree! Dictree, yay! Dictree ist die Entwicklung von Dicta, wie man unschwer erkennen kann. Wow, Erdbeben. Ziemlich gefährliche Attacke. Sieht in diesem Spiel relativ unspektakulär aus. Da gab es Spiele, Pokémon-Spiele, da sah Erdbeben wirklich gigantisch aus. Also, hier ist es ein bisschen lausig. Egal. Ich möchte mich nicht beschweren. Ja, würde ich dir auch raten, dass du dich nicht beschwerst. Pikachu 35. Wow. Und Europe. Ah, süßes Pokémon. Europe, Europe. Sind wir Europe schon mal begegnet? Ja, ich glaube schon in der Arena von Misty, oder? Kann das sein? Eissplitter. Ui, gar nicht mal so doof von dir. Okay, gut gemacht. Megasauger durch Lichtschild natürlich etwas abgeschwächt, aber wichtig, um wieder Erfahrungspunkte zu... Quatsch. Um Kraftpunkte zu bekommen und Lichtschild verschwunden. Egal, ich setze nochmal Megasauger ein. Und ihr seht schon, anhand des Kampfes hätte ich Giflor nicht dabei, hätte ich wahrscheinlich ziemliche Schwierigkeiten in den Kämpfen. Das heißt, ich möchte mich hier in dieser Folge, in Folge 28, offiziell dazu entscheiden, noch ein Pokémon zu trainieren. Das heißt, alle anderen Teammitglieder werden fest sein. Ich werde vielleicht selten mal für eine Arena wechseln. Hoppla, du bist viel stärker als erwartet. Tut mir leid. Wow, 5 Hyperbälle, cool. Das ist ein tolles Geschenk. In Prismania City gibt es auch eine Pokémon-Arena. Warst du schon dort? Ja, wie denn? Ich habe dir doch erzählt, welche Arena-Orden ich habe. Habe ich etwa den von Prismania City erwähnt? Von Erika? Nein. Ein Baby-Taubsi, ein Mini-Taubsi. Will ich's fangen oder nicht? Komm, ich fang's.
Winzige Pokémon geben ja bekanntlich gute Punkte, gute Erfahrungspunkte. Allerdings geben, was ist denn jetzt los? Achso, ich bin die ganze Zeit auf Flucht. Natürlich geben entwickelte Pokémon mehr Erfahrungspunkte, wenn sie winzig sind. Also so viel gibt dieses kleine Taubsi jetzt nochmal auch wieder nicht. Egal, ich möchte es trotzdem fangen. Außer es flüchtet vorher. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, auf welchem Level Taubsi ist, aber wahrscheinlich mindestens auf 23. Sowas in dem Dreh. Sehr gut. Perfekt. Ich glaube, es wird hier nochmal angezeigt, auf welchem Level das ist. 22 stand da gerade. Auch wenn ich schnell gedrückt habe. Mein Auge war schnell genug. Und Erfahrungspunkte, sehr toll, sehr toll. Vor allem Anke freut mich sehr, dass sie ein Level aufgestiegen ist. Da Fukano ziemlich wichtig wird für die nächste Arena. So, Radikal, Tauboger, Pummeluff. Mehr scheint es hier auf dem ersten Blick nicht zu geben. Und da vorne ist noch ein Trainer-Coach. Den schnappen wir uns auch noch. So, Radikal, wie geht's dir denn? Ui, nicht schlecht. Schön pariert. Aber was hältst du von meinem Superball? Sehr... Oh, verflixt und zugenäht. Noch einmal. Komm, diesmal fange ich dich aber. Diesmal gehörst du mir. Sehr gut. Klasse. Radikal wurde gefangen. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Radikal in der Tasche. Und jetzt würde ich sagen, viel mehr kommt hier nicht. Zwei Taubogas, wer es mag. Aber hier haben wir einen netten Trainercoach. Hallo. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Oh, hallo. Bist du bereit? Ja, ich will kämpfen. Na dann. Wie wär's mit etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon Kampf. Pokémon Kampf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich improvisiere und ein Lied daraus mache. Pokémon Kampf, oh Pokémon Kampf. Wir wissen ganz genau, dass du ein Pokémon-Trainer bist und hier gegen uns kämpfen willst. Pokémon Kampf, Pokémon Kampf. Porenta kann Fassade, Fassade ist so stark. Fassade ist das Beste, was Porenta so kann. Pokémon Kampf, Pokémon Kampf. Oh Mann, kannst du bitte aufhören zu singen? Das klingt ja total schräg. Was? Na dann werde ich erst recht singen. Pokémon Kampf, Pokémon Kampf. Ich liebe es, Pokémon Kämpfe zu veranstalten. Pokémon Kampf, Pokémon Kampf. Okay. Giflorsäure. Aber jetzt schnell. Wow. Gar nicht mal so schlecht. Okay, Fassade. Du setzt nur Fassade ein. Oh, Marie-Louise, ich bin so stolz auf dich. Danke, dass du das überlebt hast. Und jetzt noch einmal Säure und dann ist der Kampf auch schon gegessen, mein Lieber. Kadabum Bam. Sehr gut, Knulluf wurde besiegt. Oh nein, dabei habe ich doch so gut gesungen. Was für eine wundervolle Melodie. Kann man vielleicht ein Lied daraus bringen? Vielleicht kommt das in die Charts. Nein, mein Lieber, ich denke nicht. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir. TM12 Fassade. Ich liebe Fassade. Vor allem auf Schwalboss. TM12 können Pokémon Fassade erlernen. Setzt ein Pokémon Fassade ein, während es von einem Statusproblem betroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Ja, Schwalboss mit einem Feuerorb und dann noch der Fähigkeit, da gibt es eine Fähigkeit, das auch Statuswerte betrifft. Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Wow, wie cool. Wow, die Stadt scheint sehr schön zu sein, aber was macht Team Rocket hier? Latsch nicht andauernd vor mir rum. Oder willst du dich mit Team Rocket anlegen, hä? Okay, Entschuldigung. Gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Hallihallo. Einmal bitte schnell mein Pokémon heilen, es wurde vergiftet. Und paralysiert. Und eins ist K.O. Oder sogar zwei. Ich weiß es nicht. Aber eins liegt K.O. in der Box. Mein Menki. So. Zwei Superbälle auf der Bank. Vielen Dank für deine Geduld. Tschüss. Ja, tschüss. Jo, alles klar. Ich komme wieder. Die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können.
Deshalb kann man auch mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Das ist interessant und gut zu wissen. Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg machen. Was? Was für ein Pokémon-Weg? Madame Prismania, grüß dich, junge Dame. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen erlaubt. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Poké-Dollar kann ich deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Okay, ich probier's mal aus. Gut. Sehr gut. Dann lass mich dir einige Fragen stellen. Vor dir siehst du 5 verschiedenfarbige Blumen. Welche diese Blumen würdest du gießen? Oh Gott, keine Ahnung. Die grüne Blume, weil ich noch nie grüne vielleicht gesehen habe. Nur grüne Stängel. So ist das also. Wenn du eine der Blumen stutzen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden wollen? Keine Ahnung, die gelbe. Ich verstehe. Dann lass uns jetzt gemeinsam einen Blick in deine Zukunft werfen. Hokus pokus fidibus. Mit der Ungewissheit ist jetzt Schluss. Liege ich falsch, fresse ich den Besen. Du triffst heute Pokémon mit diesem Wesen. Abra. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Heute führt dich das Schicksal vor allem mit Vertretern des folgenden Wesens zusammen. Zart. Danke für dein Geld. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ich hoffe, das Schicksal will gut zu dir sein. Wow, was für eine Abzocke. Abra. Hier ist ein Magazin mit dem Titel Die besten Ausflugsorte für Pokémon-Trainer. Möchtest du es lesen? Natürlich, so wie immer. Der Ausflugsort, den wir euch in dieser Ausgabe vorstellen möchten, ist die leicht abschüssige Straße, die Prismania City und Fuchsania City verbindet. Der Pokémon-Weg. Vor allem am Wochenende wimmelt es dort nur so von Trainern und ihren Pokémon. Wie man hört, soll schon das ein oder andere Aufeinandertreffen zweier Pokémon zu einer besonderen Begegnung ihrer Trainer geführt haben. Interessant, weil ich kenne diesen Weg nur als Fahrradweg. Vielleicht ändert sich das ja hier. Oh, davon ist der Dompteur. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke? Die mit dem Abra im Schlepptau? Ja. Viele Leute munkeln, dass er eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Oh, okay. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Sandalen zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins? Falls ja, würdest du es dann gegen mein Sandalen tauschen wollen? Ja, wenn ich eins hab, dann gerne. Oh, ich hab sogar 2. Das heißt, ich hatte mal 3. Ich geb dir das auf Level 3. Ist noch ein ganz kleines Junges. Wir tauschen jetzt Sandan gegen Sandan. Du überlässt mir also dieses Pokémon? Super, damit steht das Tauschgeschäft. Ja, ein Tauschgeschäft der Superlative. Wir verschicken an Eispa unseren lieben, geliebten, schönen Sandan und bekommen dafür einen Sandan, allerdings in einer eher hellblauen Form, in der Eisstahlform, zumindest von Typ Eisstahl. Eispa hat dir Sandan geschickt. Cool! Finde ich super. Sandan, Eisstahl, wie schon gesagt, wirkt 40 Kilogramm. Danke für den tollen Tausch. Im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Sandan in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Ja, und Stahl. Hallo, Lollipop-Dompteur. Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Ja, welche hast du denn da? Schwebesturz! Klingt nach einer Flugattacke. Pikachu versucht Schwebesturz zu erlernen. Perfekt, die Attacke brauche ich für die Arena. Sehr cool. Was ist das denn? Wie viel zieht das denn ab? Ah, leider von der Kategorie physisch. Schwebt und stürzt herab, eventuell mit zum Zurückschrecken. Gar nicht mal so einfach. Ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für Doppelkick, auch wenn Doppelkick mich oft aus der Patsche bringt. Mir oft aus der Patsche hilft. So. Egal, Schwebesturz, cool. Denke ich. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Vielen lieben Dank, mein lieber Dompteur. Tja, jetzt würde ich sagen, wir sind in Prismania City angekommen. Cool!
Das war also das Pokémon Center von Prismania City. Und dieser Team Rocket-Rüpel steht immer noch hier vorne. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber Team Rocket scheint in dieser Stadt sehr präsent zu sein. Werden wir Team Rocket finden und vor allem das kleine süße Tragosso? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Pokémon Let's Go Pikachu. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet, tippt rechts oben drauf und ihr kommt zum neuen nächsten Video. Ansonsten vergesst den Kanal zu abonnieren. Katztastisch!